Haha. Früher war es hier sicher schön. Oh wow. Und das wird so wieder. Ja, nachdem wir den Ort hier mit Leichen von Wölfen dekoriert haben, wie könnt ihr es eigentlich wagen? Alter, darf ich mir mal meine Flügel wachsen lassen? Danke. Haha. Okay. Er macht das schon, ne? Ah. Alter, ich war einmal angegriffen, ne? Ich geh schon direkt da raus. Boah, leck mich ab. Dann nehmen wir auf Level 2. Ist eigentlich gar nicht notwendig, ne? Ich will es aber machen, okay. So, jetzt nochmal. Hast du mich gerade geheilt? Oder ich sehe gerade, ich bin fast tot. Hab ich gesehen. So, Level 3. Passt auch schon. Sei voll unnötig, ne? Wenn ich die schon so platt mache, dass das ein Angriff, den ich machen sollte, wenn ich irgendwie meinen Gegner nicht treffen kann oder so. Aber Joshua hat gerade irgendwas mit mir gemacht. Ich glaube, der hat mich geheilt oder so, ne? Das war der letzte. Das glaube ich auch. Lass uns zurück nach Boklad. Okay. So, ich habe jetzt natürlich wieder nicht aufgepasst in der Quest, aber was hat irgendwie ja Wölfe damit zu tun gehabt? Ach, wir sollten dieses Dorf befreien, damit die Träger jetzt da wohnen können oder was? Wir hatten jetzt ja Wölfe zu erledigen, mit für Träger irgendwie neues Heim zu finden, aber ja. Ich nehme an, wir müssen das Dorf befreien von den Monstern, ne? Still. Nein, Clive. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Gut, dann gehe ich jetzt. Er wieder. Du kennst ihn? Ja. Und, nein. Doch genug von ihm. Wie lief es unten in Kaschlok? Erledigt. Das Dorf ist nun sicher. Ist es das? Geregelt. Wie immer. Ich werde Alois Bescheid geben. Lass dich nicht aufhalten. Clive, sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das gibt nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Hm. Hey, yo, was geht? Monster tot. Ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Sind ein paar Leichen überall verstreut, aber kann man ja sauber machen. Danke, tschüss. Den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch? Richtig. Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Heer geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem. Ihr werdet mich definitiv nochmal um Hilfe fragen. Was war mit diesen einen Typen, ne? Die werden sie auch bestimmt nicht irgendwie umsonst vorgestellt haben. Der kommt sicher nochmal wieder, ne?
Der ist die nächste Person, die ich töten muss. Irgendwann. Ah, Clive. Du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit L gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Leute sind halt nicht so blöde wie du. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen. Immer. Aber sicher. Danke, Clive. Also gut, dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger siedeln sich nicht alleine um. Das ist eine Aufgabe für die rote Karawane. Okay. Ich muss schon sagen, wenn hier direkt wieder eine Quest kommt. So, nächste Quest. Warte mal hier. Kierbrook. Können die Leute nicht mal selber irgendwas machen? Ah. Kommt mit. Ich bringe euch zu Goltans Hof. Reihe ist wieder. Ja, war irgendwie so Krieg oder so, ne? Was du zu tun hast. Ja, der Typ. Wie voll ernst drüber kam. Ich fürchte, die Zeit des Abschieds ist gekommen. Die Herrscher des Richters ziehen immer engere Kreise. Wir müssen handeln. Auch wenn ich es nicht immer gezeigt habe, möchte ich dir etwas versichern, bevor wir aufbrechen. Ich vertraue dir. Genau wie dem alten Sid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Und ich verstehe nur zu gut, was in dir vorgeht. Aber ist Rache wirklich die Antwort? Auf meine Fragen schon. Nur dafür habe ich seit jenem Tag gelebt. Was wird aus Kielbrück? Aus deinem Werk hier? Es hat seinen Zweck nun erfüllt. Ich habe alles hier für diesen Moment aufgebaut. Meine Kameraden und ich sind uns einig, wofür wir kämpfen und stehen dahinter. Komme, was wolle. Aber... unter uns sind auch Menschen, die nicht kämpfen können. Kinder. Alte. Träger, die der Fluch geschwächt hat. Alte Kinder. Ich könnte ihnen Kielbrück überlassen, nur würde ihnen das nichts nützen. Denn ein Dorf, in dem nur Schwache und Kranke sind, würde nicht lange eine sichere Zuflucht bleiben. Daher, Clive, wende ich mich mit einer letzten Bitte an dich. Nimmst du sie in deinem Versteck auf? Damit sie unter deinem Schutz weiterleben können? Natürlich. Natürlich. Danke. Es beruhigt mich, dass ich mir um das Wohlergehen meiner Schützlinge keine Quest Sorgen abgeschlossen. Sie haben sich bereits alle auf Goltans Hof versammelt, für den Fall, dass die Schwarzschilde einfallen sollten. Verstanden. Hier gäbe es immer noch. Ich sorge dafür, dass sie das Versteck erreichen. Somit steht meinem Aufbruch nichts mehr im Weg. Leb wohl, Clive. Möge Gwigo uns leiten. Wie ist die Quest bei denen so ernst, irgendwie? Und wie ist auf einmal alles so serious business? Gehen wir. Die Träger warten auf Goltans Hof. Joshua? Joshua war mal beteiligt in einer Quest. Jell hat bisher noch nie was gesagt. War jetzt gerade ein Spoiler. Ich glaube, Joshua überlebt das Ganze hier. Weil Jill hat bisher noch nie was gesagt. Während so einer Quest.
was mich irgendwie glauben lässt, dass irgendwie das außerhalb des Kampfes klappt nicht. Was mich irgendwie glauben lässt, dass irgendwie, weil nicht Jill das hier alles nicht überleben wird. So, ihr Träger und ihr alten Kinder. Kommt mit. Quinten schickt mich. Er will, dass ihr mit mir kommt. Er kann nicht länger für euren Schutz sorgen. Ich schon. Darum bringe ich euch in unsere Zuflucht. Wenn Quinten das entschieden hat, kommen wir natürlich mit. Sid. Ohne Quinten würde keiner von uns heute hier stehen. Wir schulden ihm unser Leben. Also werden wir ihm nicht vorschreiben, was er mit seinem machen soll. Aber wenn er denkt, wir wären in Kielbrück nicht mehr sicher, dann nur, weil er nicht damit rechnet, lebend zurückzukommen. Hoffentlich kann er wenigstens seinen Plan zu Ende bringen. Damit die Gerechtigkeit am Ende doch noch siegt. Wollen wir es hoffen. Hey! Ja? Wo sind die anderen? Sind sie etwa schon weg? Ja, sie sind mit Quinten zusammen aufgebrochen. Nein! Verdammter Dreck! Was ist los? Ich komme gerade vom Gutshof des Richters. Quinten muss den Angriff abblasen. Das Anwesen wird nicht nur von Schwarzschilden beschützt. Da ist auch eine Art Wachhund. Ein verfluchtes Monster. Gegen diese Bestie haben sie keine Chance. Wir müssen sie warnen. Sonst werden sie alle sterben. Nein, das können wir nicht zulassen. Sid, kümmere dich nicht um uns. Geh schnell und warne Quinten. Er darf nicht sterben, ehe dieser dreckige Bastard tot ist. Verstanden. Ich versuche es. Wo ist dieser Hof? Er liegt in einem Wald im Osten, weit hinter Kielbrück. Himmelshall heißt er. Beeil dich, Sid. Du musst Quinten retten, bitte. Okay. Bitte. Mann. So, oh Gott, ist da weit entfernt. Jemand zu einem Drachenhorst. Hey, was sagt ein schwuler Vogel auf dem Weg nach Hause? Ich gehe zurück zu meinem Horst. Oh Mann. Was ist das? Da sind so Typen mit so Lichtschwerter. Falscher Alarm. Wo sind die auf einmal hier? Ich dachte, die wären nur in der Nähe von Ruinen und so. Boah, ich stecke die ganze Zeit fest. Ja, mal wann der in Schokoboss. So, wie gefährlich kann denn schon so ein Hund sein? Mist. Wir kommen zu spät. Hier waren da gerade Tote. Ich hab's nicht gesehen. Hey, Jill hat auch mal was gesagt. Warum sagen die jetzt auf einmal alles? Meine ganze Zeit immer still. Quinten, du lebst noch. Ich lebe noch. Aber meine Kameraden habe ich alle verloren. Sie folgten mir, ohne jemals an mir zu zweifeln. Und ich führte sie in den Tod. Ein bisschen unlogisch, dass er als einziger überlebt hat. Von allen Leuten. Sehen wir jetzt nicht aus wie so voll der Krieger oder so. Oh nein, das ist ein Kerl. Das ist wohl der Wache. Für dich gekämpft, für deinen Plan. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Du hast recht. Auf in den Kampf. Also war es gar kein Wachhund. Nein, nur eine wilde Bestie, die sterben muss.
Oh mein Gott. Minas. Tirit. Ich hab doch geblockt. Ich hab geblockt. So, jetzt hab ich geblockt. Mein Gott, geht die Leiste schnell runter. Und der Boden spaltet sich auf und dann kommt der Laserstrahl angefeuert. Final Flash. Okay, schon ein bisschen Overkill hier wieder. Wow, Joshua. Joshua feuert auch noch auf den. Okay. Okay, den wilden Kerl haben wir erledigt. Wären wir doch nur früher gekommen. Ist es vorbei? Ist es. Er schrie. Flehte. Und ich habe ihn aufgeschlitzt. Alter. Genau wie in meinen Träumen, Nacht für Nacht. Alles dafür. Die Zuflucht in Kielbrück. Die Träger, die ich befreit habe, um sie für meinen Plan zu gewinnen. Nur für diesen Moment. Du bist ein kacke Schwein, Quinten. Oder? So glaubte ich. Meine treuen Kameraden. Sie gaben ihr Leben, alle. Damit ich einen Mann töten kann. Quinten. Quinten! Oh, Gwegor sei Dank. Du lebst noch. Du zum Glück auch. Es tut mir so leid. Ich wollte euch warnen vor diesem Biest. Leider war das nicht alles. Ich habe schlechte Nachrichten. Kielbrück schwimmt in Äther. Was? Guck mich nicht so an. Ich weiß nicht. Zumindest sind wir gerade ausgezogen, ne? Kielbrück. Das sind Schwarzschilde. Sie müssen uns knapp verpasst haben. Und dann kam die Flut. Es könnte noch jemand drin sein. Warte, Quinten! Alter. Warum ist der Typ so krass drauf, ey? Warum habt ihr auf einmal Dialoge in den Zeitquests? Die ganze Zeit immer die Klappe gehalten. Oh, der Move war cool. Nein, da! Ich kann da reingestürmt. Alter tot, ja. Aber wir haben uns hier voll abgelenkt haben. Wir müssen eigentlich da runter. Schreib mich nicht so an. Ich weiß nicht, ob der einfach so da reingerannt und einfach so einen Typen weggeschubst hat. Falscher Angriff.
Sorry, das wollte ich nicht. Oder eigentlich weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte, aber nicht das. Wie heilen. Ganz ruhig, Torge, ganz ruhig. Quinten muss aus dem Äther raus. So, auch ja. Oh mein Gott. Quinten. Was macht denn der? Quinten, sieh mich an. Er lebt noch. Es ist nicht zu spät. Ich hol dich heraus. Mein Gott, was die Leute ja nicht alles machen, ne? Wenn ich nicht in der Nähe bin. Willkommen zurück unter den Lebenden. Was ist mit Kielbrück? Vollständig überflutet mit Äther. Verstehe. Jetzt ist alles vorbei. Mein Weg zur Vergeltung, ein Pfad der Verwüstung. Du hast viel durchgemacht, Quinten. Du brauchst jetzt vor allem Ruhe. Warum? Mein Leben hat seinen Sinn verloren. Was bleibt, ist nichts als Leere. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Was redest du für einen Unsinn? Was ist denn mit uns? Warum hast du uns befreit? Wir wissen, dass wir mehr für dich sind als bloße Werkzeuge für deine Stärke Waffe. Nicht doch. Ich hatte Angst um dich, Quinten. Ich bin so froh, dass du lebst. Ich habe für dich gebetet. Bestimmt hat das geholfen. Wird jetzt wieder alles wie vorher? Können wir wieder mit dir zusammenleben? Dein Lebenswerk ist noch nicht vollbracht, Quinten. Wir sind dir gefolgt, weil wir dir vertraut haben. Die Stimme kommt mir voll bekannt vor. Mir noch immer. Kielbrück magst du verloren haben. Nicht aber deine Kameraden. Sie verlassen sich noch immer auf dich. Aber warum? Sie müssen verrückt sein. Warum sollte mir noch jemand vertrauen? Weil wir eine Familie sind. Familie? Ja. Und so haben das auch die anderen gesehen, die dir gefolgt sind. Kielbrück war mehr als nur eine Siedlung. Es war eine Gemeinschaft. Richtig. Und solange wir einander haben, bleibt das auch so. Wir fangen von vorn an und bauen ein neues Kielbrück. Hier, auf diesen Hügeln. Ein Neuanfang. Ein altes Leben endet, doch ein neues beginnt. Warum sollten wir nur eine Siedlung bauen? Warum nicht gleich eine Stadt? Uns hält nichts auf. Das ist der Anführer, den wir kennen. Nein, ich bin niemandes Anführer. Ich bin einer von euch. Schließlich sind wir eine Familie, oder nicht? Und das ist die Moral der Geschichte. Danke, dass du diese Leute aufnehmen wolltest. Aber wie du gehört hast, bleibt du schon wieder weg. Hier, mit mir. Das freut mich zu hören. Allerdings hast du eine Belohnung für deinen Einsatz verdient. Du hast mich zweimal gerettet, wenn nicht noch öfter. Zu etwas gutem Wein würde ich nicht nein sagen. Die Bitte erfülle ich dir gerne. Zu einem guten Wein sage ich nicht nein. Ich fühle, dass dieser Jahrgang der bislang beste werden wird. Du musst dich nur noch ein wenig gedulden. Das ist bestimmt irgendwie, was ich meinen Steck reinpacken kann, in mein Zimmer, ne?
Gesetz der Rache 2. Schild des Gänken, ja. Ein Hauch des Windes. Ja. Kann ich mal ins Zimmer rein? Kann ich mal in der Wand hängen? Ja, gut. Oh, guck mal, wie die alle stehen. So. Sah aus wie so ein Familienfoto für eine Sekunde. So, machen wir heute einen längeren Part. Machen wir die ganze, machen wir die Quest auch noch. Dann kommen wir beim nächsten Mal direkt hier in die. Boah, jetzt braucht die auch schon mit Alpha. Machen wir einen etwas längeren Part, dann können wir beim nächsten Mal direkt hier mit der Hauptstory weitermachen, ne? Weil nicht, wenn nur eine Kopfgeldjagd oder so ansteht, können wir da auch noch machen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie beim nächsten Part. Ich wollte jetzt nicht den nächsten Part anfangen mit so einer blöden Sidequest und dann die Hauptstory weitermachen. Kann man direkt mit der Hauptstory nächstes Mal weitermachen, ne? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Ach Mann. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokoboställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein Zuhause. Und das ist es, wobei ich bin bestimmt einige voll geil. Habe, wenn es keine zu große Last ist. Ist es, aber meinetwegen. Danke, Clive. Und wo soll dieses. Was, wenn Clive einfach mal irgendwann sagt, so, boah, leck mich doch kreuzweise. Ich wünsche dir, seid alle. Ich wünsche dir, ihr werdet alle sterben. So mitten aus dem Nichts. Schon lange nicht mehr gedacht. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet. Natürlich, jetzt kommen wir wieder zum Punkt. Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend. Dann überrede ich die. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt ich versuche, die zu überreden. Unter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit, ohne Probleme hier abzuziehen, ne? Willst du den Überfall anführen? Gern. Gerne. Pool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Wow. Die Männer werden dir mit Freuden. Nicht einen einzigen Sinn irgendwie, weiß ich nicht, versuchen mit denen zu reden. Vielleicht sind die noch fehlgeleitet oder so, ne? Eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Hey, wir sind schon verloren. Wir sind nicht mehr zu retten. So. Sprich mit Wade. Hey. Zurück nach Eastpool also. Warum sagt? Erst reden wir mit Sir Wade. Nobody gets late like Wade. Sir Wade, schön euch zu sehen. Und euch, Lord Rossfield. Und euch. Ich komme von Martha. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Das ist richtig. Doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. Also, wie ist die Lage?
Zum Glück sind es nicht allzu viele. Wie reagiert er eigentlich? Wie reagiert er eigentlich, hier so Joshua zu treffen? Glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hineinmanövrieren. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun, wie ihr meint. Ich versammle gleich meine Männer. Soll ich hier auf euch warten? Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Okay. Eastpool war hier. Streckend. Speicherpunkt, nicht Speicherpunkt, Teleportpunkt. Wenn ich meine müden Knochen ausruhen kann. Weg dahin. Ach ja, der Ort war das. Ifrit, Phoenix. Hey, was geht? Na. Oder ich reiß euch den Boden ja von den Füßen weg. Beta? Oder einer war voll am Tanzen. Pff, schießt den einfach ab. Doof. Also selbst Torgal kann jetzt irgendwie das wäre erledigt. Magie auf die schießen. Oder auch nicht. Ey, yo, was geht? Und hier ist das Dessert. Nein, ich war zu weit weg. Boah, Alter. Ich sehe überhaupt nicht, was hier gerade los ist. Feuer frei! Blah. Und Jill läuft einfach voll da so vorbei, so. Boah. Nein. Nein, für Glubschännchen gerade. Oh, Parade. Okay. War eigentlich voll Verschwendung, aber egal. Doppelgelato erledigt. Ha. Noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Bravo. Eine grandiose Darbietung, Milord. Ihr habt zugesehen? Boah. Solltet ihr nicht nach Akasischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das letzte seiner Art. Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden, wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen, bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe den Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Okay. Also definitiv aufs wie ein Ort, wo man am besten leben würde, ne? Ein Zuhause. Ganz ohne Herren. Nein. Wir sind jetzt die Herren. An einem Ort haben wir die Träger rausgeholt. Endlich uns. Hätten wir nicht die Träger von Dings hier von Kielbrück hinbacken können? Und kein einziger Akasischer in Sicht.
Jetzt können wir den Wiederaufbau des Dorfes in Angriff nehmen. Ist irgendwie besser irgendwie so gepasst, ne? Schon gar nicht nach 5 Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren. Auch nur eine Welle Banditen hier hinkommen und alle sind tot. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade. Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oscar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ja, aber sag ich mit dem. Sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Seid ihr nicht mal knapper irgendwie? Wenn ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas. Das werden wir, Milord. Gute Reise. Eastpool erwacht wieder. Überbringen wir Martha die frohe Kunde. Okay. Bonk. Belohnung. Ich frage mich, ob da auch wirklich irgendwie ein paar Träger jetzt in meinem Versteck sind. Ein paar neue. Werden wir mal sehen, ne? Ey, was geht? Ah, schon zurück. Dann lief alles gut. Ich höre, du hast die Banditen erledigt und die Hüter die Akasischen. Gute Arbeit. Und irgendwas hat er von einem wabbeligen Albtraum erzählt. Eigentlich will ich's nicht wissen. Sonst kriege ich selbst noch Albträume. Was zählt ist dein Erfolg. War eigentlich voll unnötig, hier so eine Eule hinzuschicken. Nicht sowieso hier hingekommen wäre. Wie willst du es nennen? Wie wohl? Eastpool. Sir Wade hat gesagt, wie viel Schlechtes auch dort passiert sein mag, das macht all das Gute dort nicht ungeschehen. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hat Wade gesagt? Nun, etwas in dieser Richtung. Jetzt aber haben sie erst einmal viel zu tun. Ihre Arbeit beginnt erst. Und das bedeutet auch die meine. Ob sie Nahrung, Bauholz oder starke Hände brauchen, die Rast liefert alles Nötige. Danke, Martha. Ich danke dir. Du musstest nicht helfen. Ich wollte aber. Mach ich doch gerne. Sag, das füllt. Das erfüllt meine Seele mit Glücklichkeit. Boom. So. Die Frage ist jetzt. Nee, doch, das war richtig. Oh mein Gott. Die Frage ist jetzt, haben wir alles. Na, natürlich schon wieder sein, dass wir neue Kopfgeld jagen und irgendwie so aufgetaucht sind, ne? Wenn ja, dann weiß ich nicht. Dann werde ich wahrscheinlich noch weiterspielen und vielleicht in 2 Parts hier. Ach ja, ich habe die Musik hier wieder geändert. Ja, und da ist sogar der neue Kopfgeldjagd aufgetaucht. Dann wird das hier wohl in 2 Parts eingeteilt werden. Und 2, weiß ich nicht, 45 Minuten Parts oder irgendwie sowas. Was haben wir denn da? Okay. Ja, den kriegen wir nicht. Der schwarze Mann. Kielbrück, Sandbreck. Und dann sind inzwischen der Fall. Okay, der hat nicht so eine hohe Belohnung wie die anderen beiden. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Wenn ich in 2 Parts einteilen kann, ich jetzt überhaupt in Rosaria. Ist immer noch abgeblockt. Das muss der Ort sein, wo. Okay. Nach Kielbrück in Sonnenbreck. Warte mal, da haben wir doch gerade alles befreit. Ah ne, die Gegner sind ja jetzt. Stimmt ja. Der Ort ist ja jetzt hier. Infiziert mit Äther. Überflutet mit Äther. Was gibt es heute? Hier sind wir so aus. Aufzuklären. Bitte, nur zu. Jemand Neues dazu bekommen? Irgendwie nicht. Immer mehr Bilder irgendwie so ausgegraut werden, wichtig, ne? Seinen Platz in der Welt genau zu kennen.
Das ist eigentlich voll die coole Funktion, ne? Aber für mich ist das jetzt ein bisschen so, weiß ich nicht. So interessant. Ja, die Briefe tue ich immer auf Screen lesen. Na gut, dann machen wir noch hier dieses Viecher kaputt, ne? In Sambrek und Kielbrück. Was auch immer es sein wird. Und dann haben wir so, weiß ich nicht, so 45 Minuten Part wahrscheinlich, ne? Ich hatte jetzt eigentlich geplant, hier so, weil ich einen langen Part zu machen, aber wenn es jetzt immer noch so weitergeht, ne, dann ja. Gucken wir mal. Kann gar nicht meine Waffe ziehen. So. Wo soll ich jetzt wissen, wo der ist? Stimmt hier, ne? Im Weintunnel oder so, ne? Ich kann auch gar nicht meine Waffe hier ziehen, also kann ja irgendwie kein Kampfgebiet sein. Nein, da gehen wir so lang, ne? Ich würde mal wetten, der ist da im Weinkeller. Bin schon ein paar Mal lang gelaufen, glaube ich, ne? Da war nie irgendwie was, glaube ich. War schon immer hier? Ja, ne? Okay. Aber Schweiner war aber auch schon mal irgendwie was. So ein Boss oder so, ich weiß es nicht. Okay. Mal haben wir so wieder genug Parts, ne? Beim nächsten Mal direkt in der Story weitermachen. So mein Plan. Ist alles schön geordnet. Ich hätte vielleicht bei dem einen Typen vorbeischauen sollen. Im Sinne von, hey, wo sind hier überall Quests? Aber ich glaube, wir haben alle, ne? So, guck mal, da ist doch direkt schon irgendjemand. Der schwarze Mann. Das heilige Horn. So ein bisschen. Morgen. Okay, du hast heilige Zorn, aber dein Spitzname ist der schwarze Mann. Ich sehe überhaupt nicht, was hier los ist, ne? Bonk. Alter, wie lange habe ich gebraucht für den sein? Ah. Oh, da hätte ich jetzt. Egal. Guck mal so. So ein Chaos, ne? Mit den ganzen Massenangriffen, die ich hier habe. Jawohl. Man setzt noch ein bisschen eher ein, Joshua, damit die Strahlen hier kreuzen können. Seine Leiste geht voll langsam runter, ey. Die geht gar nicht runter, sehe ich gerade. Er geht hier runter. Die hängt immer irgendwie in der Mitte erst fest. Gott. Mach mal, du Stück. Final Flash! Oh, doppelter. Doppelter Strahl. Sehr geil. Okay, cool.
Das war easy. Rotlegierung. Du hast ausgedient. Auf die Knie. Und das Ding nehme ich jetzt mit, das hänge ich mir meins Zimmer. So, haben wir das auch. Sehr gut. Waren wir wieder sehr beschäftigt heute. So, jetzt kriege ich die Belohnung. Und ja, ich habe die Musik hier zu diesem, ich glaube, das ist ein Bosskampf-Thema, ne? Stimmt, das letzte Thema, das ich hatte, war hier Kopfgeldjagd-Thema, ne? Das ist das Bosskampf-Thema. Ich glaube, ich hatte gesagt, Bosskampf-Thema war das letzte, ne? Okay, Talisman des Erwachens. Nur für dich. Nur für mich. Mashman, wenn verfügbar sollen, sobald der Ruhm einen Wert von 1550 erreicht. Geht es auch irgendwie nicht weiter. Man kann ja in den Trophäen nachgucken. Ich gucke ja hin und wieder bei den Trophäen nach, ne? Außer bei den Versteckten. Bei den Versteckten kann man ja sich auch irgendwie so Informationen aufrufen, ne? Wenn man will. Aber mache ich nicht. Oder sind da meistens Spoiler drin, ne? Aber ich glaube, die Trophäen, die werden immer so hier. Die zeigen auch immer den Fortschritt an, wie weit man irgendwie. Ja, oder wie nah man dran ist, irgendwie eine Trophäe zu bekommen, ne? Ich glaube, irgendwie so, weiß nicht. Da gab es bestimmt irgendwie so eine Trophäe mit erledige alle Sidequests, ne? Und dann hast du irgendwie so eine Prozentzahl, wie weit du schon bist. Schild des Gang. Okay. Muss ich gar nicht hier lernen, das bekommen zu haben. Ich meine, von Quinten haben wir was bekommen, aber so ein Schild habe ich jetzt nicht. So, gehen wir noch ins Archiv, gucken mal, ob der alte Mann wieder hochgelevelt ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Und dann war es das für heute, ne? Dann sind wir wieder fertig. Ich habe immer noch nicht geguckt bei dem Typen, ob da neue Quests zur Verfügung stehen. Ich glaube nicht, ne? Ich begrüße euch, mein Freund. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Hey. Da. Fast. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Ich bin ja auch übrigens mal alles irgendwann so durchgegangen, ne? Um hier alles irgendwie so abzuchecken, ne? Da sind schon wieder neue Sachen dazu gekommen. So. Ja, zum Beispiel. Aber da kommen immer wieder neue Sachen. Hier soll mit diese roten Dinger hier oben alle weggehen, ne? Wenn dann jemand so sagt, so, hey, jetzt was Neues, ne? So, dann haben wir Serie. Ich finde schade, dass man von ihm nicht viel gesehen hat. Das ist der Typ hier irgendwie, der am Anfang hier unsere Gruppe geleitet hat, als wir noch Weibern waren. Der Typ sieht cool aus. Hätte ich mir irgendwie so mehr erwartet. Der sieht ein bisschen aus wie hier Jamie Lannister von Game of Thrones. So, wie viel war er wetten, dass der Typ... Wo ist er? Wie viel war er wetten, dass der Typ... Er ist. Er sieht genauso gruselig aus. Der Typ ist ja auch irgendwie kontrolliert hier von Odin, Ultima, ne? Der muss irgendwie, weiß nicht. Ich hoffe, euer Wissen. Der muss irgendwie, weiß nicht, Ultima sein. Da war der bestimmt, ne? Als er diese ganzen nackten Leute da gesehen hat, ne? Da war bestimmt der Typ, ne? Der hat sich nur halt verwandelt die ganze Zeit oder so. Und er war komischerweise nicht da in der Szene, als Ultima da war. Das ist übrigens eine sehr merkwürdige Szene. Warum waren die alle nackt? Ja, da haben die doch nur gemacht, damit das Spiel irgendwie von sich sagen kann, ja, wir sind ein erwachsenes Spiel, deswegen zeigen wir gerne nackte Leute. Ist was für dich dabei?
So, alles erledigt. Krieg bestimmt bald was Neues rein. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Oder für die letzten beiden Folgen. Ich werde das hier definitiv in zwei Parts eingeschnitten haben, ne? Sonst haben wir einen 1,5 langen Stunden Part, ne? Und das ist ein bisschen lang, finde ich. Der ist dann riesig. Und ja. Machen wir in der nächsten Folge ja mit der Story weiter, ne? Da können wir ja direkt hier weitermachen, ne? Mit diesen hier Dingen, ne? Und dann, ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht, was wir da machen müssen, ne? Dann irgendwann wird es ja wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich unser Weg hier hinführen, ne? Zum letzten Kristall. Mal schauen, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar in der nächsten Folge. Sonst wird euch Clive essen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.